Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Santi Mythos und wir haben heute wieder ein kleines Lego-Set. Tada! Der Sandcrawler und wieder so eine komische Ninjago-Karten. Und wie letztes Mal werden wir uns erstmal um die Karten kümmern. Das heißt, das müssen wir hier wieder abrufen, so dass das Heft nicht gleich zerfetzt. So. Ah ja, und wie immer. Oh, bei diesmal ging's. Diesmal ging's. Tada! Okay, einmal aufgerissen. Und wir merken, dass die Dinger stinken wie sonst was. Das ist hier. Oh, guck mal, hier ist. Keine Ahnung, er hier. Ultra Kai Jitsu, Junge. Den Typ, den wir letztes Mal schon drin hatten. Der macht einen Hurricane-Typ. Yay! Und Spion Cole, alles klar. Pirat Doc Shank. Okay, alles klar. Und hier, wie man spielt, bla bla bla. So. Dann wollen wir uns mal um unser großes Set kümmern. Und ja, dann legen wir im Grunde auch gleich los. Okay, jetzt kann es losgehen. Yuppie. Eine Menge kleine Teilchen. Oh je. Ich habe den Plan hier so rechts von mir liegen, also da so. Ja. Und dann legen wir doch auch direkt mal los. Wir brauchen. Was ist das Ding runtergefallen? Das gibt's doch nicht. Diese zwei Dinger hier brauchen wir. Und so ein Flachmat hier. Also es ist ein Flachmat, nur eben flach. Als nächstes brauchen wir noch zwei von denen. Ja, die kommen jetzt noch direkt dahinter. Geben dem Ganzen gleich noch ein bisschen Halt. So, und hier so ein Flachteil hier so. Dann sieht das Ganze so aus. Das nächste ist noch so ein Dreier hier oben drauf. Ja. Klack. Dann suchst du dir hier so ein Zweier. Klack. Klack. Ja, und wo sind die hin? Dann hast du hier so eine komischen, wie soll ich das beschreiben, so eine Winkel. Weiß, man sieht sie schlecht, ich habe auch ziemlich fette Finger. Daher ist das ein bisschen schwierig, aber die kommen hier so rein. Wenn man auf die Seite nehmen, die mal reinsteckt. So, dann sieht das so aus. Okay, als nächstes so ein Balken. Also ein Glotzteil hier, hätte ich fast gesagt. Zusammengesteckt. Das Ding hier hinten dran. So. Und dann hier zwischengesetzt. Moment. Dass das dann da so drin ist. Ne? Und dann ganz simpel, wir stapeln zwei von diesen kleinen runden Dingern aufeinander und nehmen dann das komische, was mir vorhin runtergefallen ist und stapeln das noch mit oben rauf. Und das ganze Ding geht dann hier hinten drauf. So, wie so eine kleine Antenne und dann kommt der komische Krüppelklumpen hier außen rum. Als nächstes machen wir so ein Sechserplättchen auf beide Seiten. So, ja, ist ja schon fast fertig, Mann, hey. Jetzt schnappen wir uns zwei von diesen Kollegen, die kloppen wir hier so dran. Na. Das sieht dann so aus. Hat ja schon so ein bisschen die Form, ja. Als nächstes haben wir diese kleinen grauen Glotzklumpen hier. Ich weiß nicht, wie man die Dinger nennt. Ganz ehrlich.
Diese kommen dann einfach hier vorne drauf. Das zeige ich euch gleich nochmal näher. Ich meine, man sieht es ja fast schon. Ich habe halt keine gute Kamera für sowas. So, ne? Ich weiß, das ist jetzt vermatscht. Das würde jetzt auch ewig dauern, bis das hier fokussen würde. Sieht so aus. Okay. Jetzt kommt ein spezieller Schritt. Das Ding mal zur Seite. So ein Teil. Wieder zwei von diesen kleinen runden Punkten. Aufeinander in die Mitte gesteckt. Ja. Als nächstes so einen komischen grauen Glotzer vorne in die Mitte. Und so ein braunes Sieb, hätte ich fast gesagt. Wie so eine kleine Antenne hinten dran. So. Jetzt kommen hier diese komischen geriffelten Kästen. Da sieht man jetzt ziemlich schlecht. Da sieht man es ein bisschen. Die kommen dann an die Seiten. In etwa so. Und dann schließen wir den Kastenbus noch damit ab. Klack. Fertig. Der nächste Schritt ist jetzt, den Kasten mit unserem komischen, Sandcrawler Mini-Modell zusammen zu kombinieren. Das sieht dann so aus. Ja, dann hast du das hier so drauf. Auf beide von diesen Lochdingern kommen diese kleinen Rampen nach hinten gerichtet. So. Jetzt wird es Zeit, Panzerketten zu bauen. Dann nehmen wir uns hier diese Technics Gelenkstangen, stecken da so ein Teil rein. Stecken so ein Teil dazwischen. Und die andere Gelenkstange oben rauf. Also die andere, ihr wisst schon, das Ding, so. Okay. Und der nächste Schritt ist, diese blauen Dinger zu nehmen. Ich weiß, die sieht man jetzt wirklich sehr schlecht. Diese blauen Dinger zu nehmen. Und steckt die oben in diese Ketten rein. So. Das macht man jetzt noch ein zweites Mal. Okay, der nächste Schritt ist, du drehst dieses Ding um. Ja. Und legst diese Ketten einfach nur drunter, weil diese Dinger hier sind ja, diese Dinger sind ja hier ganz normale Steckteile, die runden blauen. Da machst du einfach Klick. Und Klick und schon hast du deine Panzerketten. Oh, und ich habe vergessen unterwegs, bei dem ganzen Zusammengebaue, dieses Ding hier einfach hier drauf zu legen. So mittig. Das hat ja unten diese Punkte, wo man es reinstecken kann. So, und der vorletzte Schritt ist einfach nur, wir nehmen jetzt dieses Rampenteil so, ja, zusammengesteckt und das Licht sozusagen oben drauf. Und nun müssen wir im Endeffekt nur noch das hier, ja, mit den Punkten so verbinden. Klack. Und fertig ist unser kleiner Sandcrawler. Tada! Sieht er nicht niedlich aus? Yay! Ich habe mir tatsächlich gedacht, das nächste Heft nicht zu kaufen, ne? Weil es gibt theoretisch nichts Besonderes. Es gibt hier so eine Figur, okay. Aber das andere da ist total irgend so ein Junk, irgend so ein Spiel. Okay, sehr schön, aber ist nicht so mein Ding. Also wird das wahrscheinlich nächsten Monat einfach ausfallen und müssen wir mal gucken. Julian, würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Ihr könnt mich abonnieren, wenn ihr neu seid. Und ihr könnt auch mal ein paar Kommentare dazu schreiben. Das wäre echt cool.
Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.